Nein, das wollte ich nicht. Tut mir. Schande über dich. Ja, das muss ich zustimmen. Schande über mich. Ciao und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Assassin's Creed 2, ihr 93 Stufe. Im letzten Teil hat Uberto Alberti unsere Familie verraten. Ich hatte ihm die Dokumente gegeben, die die Unschuld des Vaters und der Brüder bewiesen hätte, aber er hat so getan, als hätte er nichts gewusst. Er hat definitiv zu den Feinden gehört. Okay, ich sollte mich erstmal auf die Dächer in Sicherheit bringen. Gut. Okay, ja. Auf die andere Seite muss ich. Okay. Feder. Her damit. 1 von 100. Das sind viele Wachen. Autsch. Das war nicht so gut, also. Was meine Sprünge angeht, das muss ich trainieren. Kann ich da hoch? Ich habe, glaube ich, kein Schwert mehr, daher. Ja, ich habe mein Schwert ja verloren durch die Wache. Das heißt, ich sollte erstmal den Wachen aus dem Weg gehen, weil ich mich nicht wirklich verteidigen kann. Der Nachteil ist, ich werde halt gesucht. Das seht ihr oben links. Alles schraut. Es ist nicht irgendwie, dass sie jetzt auf mich stehen. Nein, sie wollen mich tot sehen. Sie wollen mich in meinem Blut baden sehen. In meinem eigenen Blut. Ist das eine Feder? Hat mich doch nicht gesehen, oder? Okay, ich mache mal hier den Aussichtspunkt, damit ich ein bisschen mehr von der Karte sehe. Und hopp. Immer weiter hoch. Ach, Gevatter Adler, wie geht es dir? Nein, einfach, synchronisieren ist das hier. Gerade aktualisiert. Okay. Hui! Yep. Zum Glück stand da was. Zum Glück waren da auch nichts anderes, nicht sowas drin wie Steine oder Käse. Wo muss ich lang? Da lang, okay. Dann. Vorsicht, Entschuldigung. Aber wer mag heute zu dieser Zeit schon Spinat? Weg ist es. Leben kriegt er mich nie. Wobei sie mich auch nicht lebendig kriegen. Lebendig kriegen sollen. Ah, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin in Panik. Gebiet nicht verfügbar. Ja, die Konzentration steht davor. Ich bin ja weg. Niedrige Gesundheit. Ich weiß. Ich weiß aber nicht, wie ich das verwenden kann. Okay, ich nehme den falschen Weg. Ich komme hier nicht zurecht. Es wird mir doch schon alles angezeigt, aber ich merke es mir nicht. Da ist eine Leiter. Nimm die Leiter. Leiter ist einfacher. Okay. Nun ganz ruhig. Hä? Hä? Das war knapp. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebraut. Ideal für die Leber. Nein, für die Leber. Ich glaube, da brauche ich was. Jetzt heilen. Heilen? Ja, bitte. Geheilt. Apothekenbedarf. Kleiner Medizinbeutel. Nehme ich mal 3 Stück mit. Gekauft. So. Jetzt habe ich Medizin zur Verfügung. Ah ja, viel besser. Ihr werdet sehen. Ja, danke schön. Wenn ich mir wieder hier den Kopf anhaue, dann werde ich Sie wieder besuchen, Herr Doktor. Also bis morgen. Nein, du siehst mich nicht, du riechst mich nicht. Nein! Ich bin ein Haufen Rosenblätter.
Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Jetzt können sie mich überhaupt nicht mehr riechen. Idioten. Alles Idioten. Pah. Gedächtnis wegen Goldfisch. Wobei, ich will die Goldfische nicht beleidigen. Guten Tag, Brüder. Wo lang? Entschuldigung. Dir gefällt mein Blick nicht? Dann mache ich halt die Augen zu. Okay. Da habe ich gleich einen weiteren Aussichtspunkt. Den hole ich mir. Und da ist die Tür. Autsch. Das war nicht so elegant. Ich finde wohl besser als Ninja als Assassine. Und hab. Ich muss ja sowieso darunter und dann kann ich erstmal einen schönen Abstecher nach oben machen. So, Gevatter Adler, hast du wieder einen schönen Aussichtspunkt für mich? Na, danke schön. La la la. Ich bin der König der Welt! Nee, das ist der falsche Film. So, Karte aktualisiert und. Nein, das habe ich schon gemacht. Ich muss mich fallen lassen. Fallen und vertrauen. So weit auch nicht küble. Oh je. Jetzt hänge ich da wie ein Schluck Wasser. Wie mache ich das jetzt nochmal fallen lassen? So. Nein, so nicht. Springen. Schlagen. Ja, Entschuldigung, ich komme mit den Tasten durcheinander. Wie falle ich nochmal? Achso, stimmt ja, es muss erstmal den Auffähigkeitsmodus aktivieren. Genau hinter die Wachen. Sie ahnen nichts. Sie werden auch nichts ahnen, denn ich bin weg. Hep. Elevage. Kriegst mich nicht. Kannst dich hochstellen, ja, das kannst du doch. Bist doch ein großer Junge. Ich habe hier irgendwo noch eine Feder gesehen. Ist die Feder schon wieder weg? Hopp. Ah, zu weit! Das war zu weit. Okay, Ich sollte erstmal reingehen, bevor ich mich heile. Bitte reinlassen, klopf, klopf. Mach durch die Tür macht weit. Bin ich hier richtig? Ich glaube, das ist das falsche Gebäude. Nein. Nein, das ist es. Es ist eine Freude, euch kennenzulernen, Messer Ezio. Annette hat eine hohe Meinung von euch. Ich ahne, warum. Danke für die netten Worte, Madonna. Aber bitte, nennt mich Paola. Danke, dass ihr meiner Familie euer Haus öffnet. Das war ja wohl das Mindeste. Ihr müsst müde sein. Wollt ihr... Nein, danke. Ich kann nicht bleiben. Warum? Was wollt ihr tun? Ich töte Uberto Alberti. Ich verstehe eure Lust nach Rache nur zu gut, aber der Gonfaloniere ist ein mächtiger Mann. Ihr seid kein Mörder, Ezio. Spart mir die Ansprache. Aber ich kann euch zu einem machen. Und wieso wollt ihr mir beibringen zu töten? Das nicht. Ich bringe euch bei, wie man überlebt. Kommt. In meinem Fall wäre Überleben wirklich günstiger. Anpassungen, die Methoden der Kurtisanen lernen. Kurtisanen? Das ist doch das mit dem Freudenhaus, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. In meinem Geschäft ist Diskretion alles. Wir müssen uns frei bewegen. Gesehen, doch unbemerkt. Ihr müsst lernen, unterzutauchen und eins zu werden mit der Menschenmenge in der Stadt. Meine Mädchen zeigen euch wie. Tauchen sie in einer Gruppe unter? Wie mache ich dies? Wir werden uns gut um dich kümmern. Ach, einfach nur da in die Gruppe gehen. Man kann auch in eine Gruppe von Zivilisten untertauchen. Also einfach mich da in die Mitte stellt. Ich würde lügen, wenn ich sage nein. Sobald ich also in einer Gruppe bin, bin ich unantastbar. Okay. Kann ich dir irgendwie mitbewegen, oder? Achso, ich soll hier folgen. Okay, Entschuldigung. Ein Fehler. Servus. Ich dummes Ding. Es war nicht böse gemeint. Ist verzogen.
tauchen sie unter, indem sie sich zu Zivilisten auf eine Bank setzen. Ja, so sind alles meine Kumpels. Guten Tag. Ein wunderschöner Tag, oder? Für Zivilisten wie uns, die alles Zivilisten-Sachen machen. Was glaubst du, wo er ist? Ist schon praktisch. Dennoch, würde ich nicht auffallen mit meinem Outfit, weil sie müssten doch dann langsam schon wissen, wie Assassinen aussehen. Oh, Wachen. Ja, nein. Du siehst mich nicht. Ich bin einer von ihnen! Die neueste Massentracht. Torheiten der Reichen. Okay. Sie bemerkt mich nicht. Das ist sehr gut. Komische Kapuze. Ja, gell, komische Kapuze. Finde ich auch. Oh. Los, Brüder, gib mir Deckung. Ach, noch mehr von denen. Okay, ich kann mich hinsetzen. So, jetzt bin ich versteckt. Niemand sieht mich. Oh. Noch ein Fremdling. Ja. Fremdling? Ich bin doch hier der Partymacher. Warum bin ich so aufgeregt? Weil ich keine Lust habe zum Kämpfen, okay. Wohin gehen wir eigentlich, Paola? Einmal eine schöne Runde um den Block. Ein kleiner Verdauungsspaziergang. Ich hatte noch nicht mal was zum Essen. Oder zum Naschen. Die Mädchen wären ja da gewesen, aber hey. Man sollte nicht den Mund zu voll nehmen. Oh, da bin ich wieder. Oh, ist ja gut gelaufen. Ich habe was gelernt. Hurra, hurra. Der Jovo hat was gelernt. Bene. Nun, da ihr untertauchen könnt, zeige ich euch, was man damit sonst noch so machen kann. Ich zeige euch, wie man stiehlt. Aha. Festhalten, um mit jemandem zusammenzustoßen, um ihn zu bestehlen. Okay. Okay, das probiere ich mal. Entschuldigung. Das war's nicht. Herr Donate, ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Seht ihr mich etwa als einen Adligen an, oder was? Wenn ihr jemanden bestohlen habt, dürft ihr nicht verweilen. Ich bin schon weg. Hilfe! So halte ihn jemand! Okay. Okay, hier kann ich nicht bleiben, okay. Okay, ich muss mich also bewegen, wenn ich sie bestehle, okay. Lalalö. Oh, schöner Po. Weißt du? Tut mir leid, Bruder. Okay. Der nächste, bitte. Dass die überall ihr Geld so locker tragen. Unglaublich. Wissen sie nicht, dass es hier Diebe gibt? Nein, ich bin das Opfer eines Taschendiebes. Man merkt die Sorge in seiner Stimme. Oh nein, ich bin das Opfer. Anpassung. Ja, wo ist es denn? Ihr könnt jetzt gehen, Mädchen. Oh, müssen wir denn gehen? So unschuldig. Der ist süß. Jetzt wisst ihr, wie ihr euch euren Feinden nähert. Nun müssen wir eine passende Waffe finden. Was würdet ihr mir raten? Ach, ihr kennt die Antwort doch bereits. Hey, meines Vaters Klinge und Armschutz. Wie bekamt ihr sie? Indem ich die Dinge einsetzte, die ich euch lehrte. Nicht gerade in einem guten Zustand. Ich nehme an, ihr kennt Leonardo da Vinci. Sie. Aber was hat jetzt ein Maler damit zu tun? Er ist weit mehr als das. Bringt ihm die Teile. Ihr werdet sehen. Bevor ich gehe, eine letzte Frage, wenn ich darf. Natürlich. Warum habt ihr mir so bereitwillig eure Hilfe angeboten, einem Fremden? Auch ich kenne Verrat. Ass im Ärmel. Leonardo ist in seiner Werkstatt besuchen, der vielleicht schon mal die Klinge reparieren kann.
Ich hatte mich also gut doch richtig erinnert, dass er ja auch was mit Maschinen hat. Ach, immer noch werde ich gesucht. Um eine Gruppe anzuheuern, das kann ich. Ulala, dann bin ich ja die ganze Zeit verdeckt. Alles klar, Mädchen. Hopp, hopp. Der Schober hat eine Arbeit für euch. Nein. Falsche Taste. Wie mache ich das? Befehle geben. Nein, das wollte ich nicht. Tut mir. Schande über dich. Ja, das muss ich zustimmen. Schande über mich. Benutzen Sie meinen Feind zu erfassen? Kann ich so? Nein? Wie tue ich die jetzt? Ich wollte die nicht schlagen. Tut mir leid. Nein, so nicht. So vielleicht. Wie heuer ich sie an? Ich habe keine Ahnung, wie ich sie anheuer. Ich würde sie gern anheuern. Hm, hallo? Ich möchte doch nur mal Probe testen. Probe testen, auch gut gesagt. Ach so, die Gruppe kann ich anheuern, okay. Holala. Na, von der habe ich zumindest noch keine geschlagen. Eieieiei. 150 minus, aber das war es mir wert. Jetzt bin ich nämlich. Ich sehe beliebt aus. Und bin auch bedeckt. Ach, die blenken ihn jetzt ab, verstehe. Gleich zwei. Hui, der hat's heute aber gut. Ungewollt habe ich ihm eine Freude gemacht. Ja. Ja, Mädchen. Vergnügt euch mit den Jungs. Alles auf meine Kosten. Ja. Ich weiß halt, was den Männern gefällt. Ja, mit so viel Menschenmengen, da ist es kein Problem für mich unterzutauchen. Untertauchen! Dankeschön. Bitte lasst mich nicht im Stich, ja? Es sind ziemlich viele Wachen unterwegs. Und ich will nicht immer über die Dächer steigen. Okay. Im gleichen Strom schwimmen. Im gleichen Strom. Ja, untergehen, ja, aber süffeln? Sehr gut, sehr gut. So, ich glaube, wir müssen da rechts, wir müssen eine Rechtsgruppe machen, Leute. Also, auf geht's. Die Mitglieder konnten mit dem von ihm gelieferten Kupfererz nur minderwertige Bronze herstellen. Söldner? Ich bin noch kein Söldner. Und ich bin weg. Ah, verdammt, noch mehr Wachen. Okay. Nein. Ich bin einer von denen. Ich gehöre zu denen hier. Meine Wäsche, die ist einfach nur gesäubert. Deshalb ist sie so strahlend weiß verglichen zu ihrer braunen. Nicht falsch verstehen, okay? Ich mag euch, Leute. Ich bin den falschen Weg gegangen, okay? Sehr schön. Ihr lauft dorthin, wo ich hin will. Oh, ich begleite euch. Bitte weiterlaufen. Ich hab's eilig. Alles klar. Von hier aus kenne ich den Weg alleine. Ah, diese Tür würde ich überall erkennen. Da hab ich doch die Kiste reingeschoben. Oh, Ezio Auditore! Ich hatte nicht erwartet, dich wiederzusehen. Nach allem, was passiert ist. Aber meine Manieren, sei willkommen. Nun, wie kann ich dir helfen? Ich hoffe, du kannst etwas für mich reparieren. Natürlich! Komm, hier entlang. Ach, che pasticcio. Tutto santo giorno che cerco. Ich mache etwas Platz. Na gut, lass mal sehen. Faszinierend. Ich weiß nicht, Ezio. Trotz des Alters ist die Bauweise weit fortgeschritten. Ich habe noch nie etwas dergleichen gesehen. Leider werde ich ohne die Originalpläne nicht viel tun können. Mi dispiace. Moment! Was hast du denn? Der Inhalt dieser Seite ist verschlüsselt. Aber wenn meine Theorie stimmt nach diesen Zeichnungen, könnte es sein... Könnte es was sein? Bitte, setz dich. Leonardo, Shh. Ach, mir gefällt Leonardo. Bemerkenswert. Stellen wir diese Lettern um und wählen dann jeden dritten? Bitte, es ist fertig. Was ist fertig? Die Klinge.
Ich konnte dein Pergament entschlüsseln. Es zeigt genau, was zu tun ist. Jetzt müssen wir nur noch deinen Ringfinger amputieren. Wirklich? Tut mir leid. Aber so muss es getan werden. Die Klinge wurde entworfen, die Hingabe ihres Trägers zu garantieren. Gut. Dann mach schnell. Ha, ich hab nur Spaß gemacht, Ezio. Auch wenn die Klinge einst ein Opfer verlangte, wurde sie modifiziert. Du kannst deinen Finger behalten. Ich bin drauf reingefallen. Ich hab mir doch gedacht, Moment, im zweiten Teil war es doch anders. Oh, Lena, ich finde den Typ klasse. Ich finde ihn so klasse. Unglaublich. Das ist es. Sag mir, hast du noch andere Seiten wie diese? Leider nur diese eine. Hör zu, wenn du je wieder so eine finden solltest, bitte bring sie mir. Du hast mein Wort. Und danke, dass du es repariert hast. Es im Namen der florentinischen Wache, öffnet diese Tür! Ein Moment! Warte hier. Seid ihr Leonardo da Vinci? Si. Wie kann ich euch helfen? Beantwortet mir doch ein paar Fragen. Natürlich. Ich hoffe nicht, dass er jetzt stirbt. Wobei, da ich ihm ja andere Pergamente bringen kann. Ein Zeuge behauptet, er hätte euch mit einem Feind der Stadt verkehren sehen. Was? Ich? Verkehren? Unerhört! Wann habt ihr zuletzt Ezio Auditore gesehen oder gesprochen? Wen? Verkauft mich doch nicht für dumm! Wir wissen, ihr standet der Familie nahe. Vielleicht hilft das eurem Hirn auf die Sprünge. Redest du jetzt? Was ist nun? Attentat auf die Wache. Oh. Du willst es auf die harte Tour. Du willst es auf die harte Tour? Redest du jetzt? Wie mache ich das? Leicht stoßen? Mit gezogener Klinge? Ich setze Stoß nicht mehr so leicht. Wobei, es war leicht gewesen. Es tut mir so leid. Ich bin schon an diese Behandlung gewöhnt. Wohin mit der Leiche? Bring sie rein und leg sie zu den anderen. Andere? Die Stadt gibt sie mir, zur Forschung. Okay, wie nehme ich sie? Okay. Jetzt muss ich die Leiche erstmal aufheben. Ja, ich drück's doch. Nein. Ah je, das Kistenschlamassel. Wieder einmal. Ich halte sie mal gedrückt. Ich visiere sie an. Wie schwer kann es sein, etwas aufzuheben? Ich hab die Hände leer. Drücke ich die falsche Taste oder? Es tut mir leid, Leute. Okay. Ich mache jetzt mal einen Schnitt. Und während ich auf Screen mal versuche, die Leiche aufzuheben, sehen wir uns dann bei der Fortsetzung wieder. Ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe von Assassin's Creed 2 gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Und wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns bei der Fortsetzung wieder. Bis dann. Hier 93 Jovo. Arrivederci. Tschüss. And goodbye. I love to entertain you.